Reinhard Seifring mit dem Bernhard Koch und dem Jonas Geißler. Die Anfangsbuchstaben des Vornamens, die stehen auf dem Kennzeichen. Also darf man sich natürlich nicht ganz aussuchen, wie beim Autofahren auch. Ein Wunschkennzeichen haben wir dann. Damit das ganze Blut, was im Kopf ist, wieder raus wird. So, das habe ich gelogen. Das war ein halber Looping aus dem Rückenflug hinaus, gefolgt jetzt von einem Looping. Das ist nicht ganz, wie ich es mir aufgeschrieben habe, aber wir können das auch on the fly kommentieren. Kurzen Platz holen und dann über die 07, also vom Publikum aus gesehen, von links zur Landung kommen. Ja, er dreht jetzt zu uns. Zusammen auch, wie der Motor arbeitet, wie er in die Knie geht. Versuchen Sie mal zu folgen, ob Sie überhaupt die Lage erkennen von dem Hubschrauber. Die gehen normal, die gehen schnell, die sind wendig ohne Ende. Muss es aber auch nicht können, weil dann auch im militärischen bei Luftkämpfen immer nur positive Flugfiguren geflogen. Das wäre jetzt auch zum Beispiel eine bei Alt mit 800 Kilo in den Sitz gewesen. Ja, Feldwäsche aufwärts. Dann macht das noch ein Rad. Ja, ein Halb. Hineingelandet. So, dass er auch zweimal am Stück landen kann, hat er auch gerade bewiesen. Wunderbar, Applaus, ja, ist ein Applaus wert. Wenn wir jetzt in der Rückenfluglage über den Platz, ist relativ tief. Ja, macht jetzt der Rückenflugkreis, 180 Grad Wendung, fast die Länderview. Ich bin noch mal rücken, der hängt jetzt eigentlich nur noch an seiner Motorleistung, nutzt das Drehmoment, was entsteht durch den Motor. Die Strömung am Flieger ist jetzt äußerst gering, das heißt, er hat die Dosierung, die er braucht, dass er den Effekt stabilisieren kann. Ja, dann mache ich nochmal, das ist der Gruß des Flugers. Fliegenpaddel hat Start- und Landgepaddel, auch das hat er wieder perfekt hinbekommen. Absolut klasse Darbietung. Ja, auch hier wird die Geschwindigkeit so circa. Das ist äußerst überrealisiert, aber damit nur mit solcher So, los geht's. Wie ein echter Airliner auch, ist die Startstrecke etwas höher. Und wie bei einem echten Airliner auch ist das Geräusch oder die Geräuschemission halt auch dementsprechend über den Platz. Ja, und wieder ein Überflug. Das sind so ca. 150, 160 auf sich zu, auch jetzt muss er komplett umdenken, geht jetzt wieder von sich weg und jetzt ist er wieder auf unserer echten Flieger zu den Voranskommen.
aber auch da haben wir den Jörg und Oliver gesagt, am Ball, aber wie genau, muss wohl das Ballsatzlauf, ja, hat er prima gemacht. Kurz vor Abheben jetzt die Maule, 135 zurück zu einem Kommi, Motor. Das ist oben. Aber das ist eben genauso gesteuert. Das sieht sehr gut aus. Die beiden setzen auf und dann wird es direkt zum Durchstand gehen. Uel sitzt am Boden, darf jetzt. So können auch diese Rennen, wo es um jeden möglichst schnellen, abgesteckten Parcours geht, nicht wahr? Eieiei, wenn ich am Motorsitz immer so rausgehen. Auch hier hat man immer so das Gefühl, die Schwerkraft gilt überhaupt nicht. Guck dir mal diese Beschleunigung an, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, Applaus. Perfekte Vorführung. Deswegen die Motorflügel, die man bei Angst haben, wenn der Motor stehen bleibt,
Motor ist schön, muss nicht sein. Gucken Sie sich das Ding an, geht auch ohne. Da muss man die Höhe im Blick haben. Jetzt ist er über der Schwelle. Klappen werden jetzt voll ausgefahren. Lästchen nach oben, Sporn nach unten. Jawohl, schöne Landung. Ja, jetzt startet er und oben drüber fliegt der Eco Golf, unser Motorcycle, in 2000 Fuß vorbei. Das ist spektakulär, direkt vor unseren Augen. Und jetzt scheint er ganz schwerelos da zu hängen. Schauen Sie sich. Da kommt der Schlechter hier vorbeigeflogen. Da eine ganze Stoße, 172 der Schlechter. So wie der Kühe in Abelland umgelernt hat.